Was war denn jetzt schon? Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Mhm. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Naja, so in der Art. Vielleicht. Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Hm, alles klar, Spiegelbild. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Das Spiegelbild. Eindeutig Spiegelbild. Wir haben so viele Informationen. Er ist der Spiegelmeister. Wir haben in einem Buch oder in irgendeiner Quest oder sowas haben wir schon das Thema gehabt mit dem Wasserspiegel als Spiegel. Zumindest ein Hinweis darauf, wo wir hin und her gerätselt haben, ob es das sein könnte oder ob da was anderes damit gemeint ist. Und jetzt hier, die Alten weinen, die Kinder lachen, weil sie es natürlich interessant finden, was da für andere Kreaturen sie anblicken. Und die hübschen Mädchen freuen sich darüber, dass es das gibt. Wenn ich gähne, will es schlafen, ich lache, strahlt es zurück, kann nur das Spiegelbild sein. Geht nicht anders. Aus meiner Sicht. Kann das so ein Spiegelbild sein? Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Auf Zeit? Dann los! Ich habe nicht gesagt, dass ich bereit bin. Das hast du jetzt assumed. Ich bewege mich einfach nicht. Darf ich nochmal ordentlich... Darf ich ihn nicht ordentlich speichern? Kacke. So, muss ich jetzt hier irgendwo einen Spiegel finden oder was? Oder einen Wasserspiegel? Oder... Was wird denn das jetzt hier? Ah, da geht was lang. Okay. Hier nicht. Wir sind immer noch auf diesem... An diesem Berg. Ne? Weil hier ist wieder dieser Mond. Okay. Nein, also wie gesagt, es muss Spiegelbild sein. Wenn es was anderes ist, oder halt Spiegel, was irgendwie ist so, das, ne? Für ein Ort? Wenn es irgendwas anders sein sollte. Es gibt noch viel mehr davon. Wüsste ich wirklich nicht was. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Mhm. Oh, die Kinder wieder, ne? Das wird wahrscheinlich nicht hier am Anfang sein, oder? Ich mache auch ab und zu mal... die Hexersinne an, weil man weiß ja nie. Nee. Kann ich abhauen vor denen? Geralt. Das soll mich doch bloß abhalten, oder? Meine Welt, meine Regeln. Ja, da hat er leider recht. Ich weiß halt nicht, ist das jetzt hier irgendein kleiner Spiegel? Ist das irgendwas Großes? Was ist das? Was bist denn du? Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen.
Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Nein. Echo. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Eben. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Nerven. Verdammt, was bist du? Alter, also wenn du das jetzt noch nicht gerafft hast, dann kann ich dir aber auch nicht helfen. Gibt das denn hier alles? Dieses Kinderlied. Oh, so herrlich. Okay. Lass mich nicht hier. Hilf mir. Hä? Shani, halt durch, ich komme. Ach, das ist doch nur eine Illusion. Warte. Nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst. So, hier ist ja wieder unten. Ne? Ach, guck mal, da drüben haben wir ein Haus. In einem Haus gibt es Spiegel. Typischerweise. Oh, furchtbar. Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich Naja. Sehe schon, du wirst mich aber gar nicht. Nie finden. Nie. Guck mal. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Ach ja, komm. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten. Ach, ja. Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Stand wir müssen ja jetzt hier noch nicht. Was heißt hier? Kann das sein? Sachen zum Looten, ne? Da hat er mich natürlich abgelenkt, ne? Wirklich? Das ist jetzt gefährlich. Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Ja. Ich habe mehr von dir erwartet. Ach, Quatsch. Vor allem, da die Zeit drängt. Dann kennst du mich aber nicht gut. Na, jetzt. Ach. Gut. Naja, dann gehen wir mal zum Haus. Aber ich glaube, es ist zu spät, ne? Wir laden dann einfach nochmal. Guck mal an. Hier versteckst du dich also?
schon. Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Oh oh. Das Spiel ist aus. Nein! Endlich wird dein Greed zum Verhängnis. Ach Quatsch. Ist doch so, ist doch schön. Man muss doch mal alles mitnehmen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein! Nein, muss man nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Matthias, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, wie du sowas sagen kannst. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja, ja, mach ich. Mach ich, ist kein Problem. Ja, ja, haut ab. Toll. Kann man nicht mal abhauen dort an der Stelle. Das ist ja furchtbar. Also muss ich rechts rumlaufen, ja. Es ist halt, wenn der immer kämpfen will, kann er nicht mal richtig springen. Aber ich glaube, dort wäre es, glaube ich, sowieso nicht rübergekommen. Na komm. Lad mal ein bisschen fixer. Du bist so ein starker Rechner und jetzt ningelst du hier so rum mit den Ladezeiten. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? So, es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja, ja. Ist ein Gang. Gut, also müssen wir jetzt eigentlich wirklich ins Haus rein, ne? So wie es aussieht. Gut. Hilfe! Geralt, rette mich! Ja, ja, mach's gut, Jani. Tschüss! Na, du schaffst das schon. So. Dachtet doch wohl jetzt nicht wirklich, dass ich das hier nicht mitnehme, oder? Einfach schon alleine deswegen. Wir haben unendlich viel Zeit. Wirklich, Geralt? Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Nein. Ich habe mehr von dir erwartet. Vor allem, da die Zeit drängt. Ja, ja. Oder noch das Kinderlied ein bisschen weiterhören. Und außerdem muss ich den Chat noch triggern. Da. Wir haben noch Zeit. Zeit. Ist gut. Ist noch irgendwas, was man hier mitnehmen kann? Ist doch bestimmt wieder irgendwas gibt's hier so Spezielles in dem. Oh, furchtbar. In dem Level hier. Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon, du wirst mich nie finden. Nie. Na gut. Wir mal gucken, was es dort gibt. Schnell gucken, was da ist. Oder Familiengruft. Mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Familie passt dazu.
Aber sonst zu nichts im Rätsel. Wiederhole das Rätsel. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erspielt. So, müssen wir jetzt die Spiegel hier... Also. Den kriegen wir jetzt nicht. Komm schon, du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Naja, guck mal, da haben wir Spiegel. Müssen wir die zerschlagen? Müssen wir da rein? Was ist das? Willst du wetten? Aber das sind ja normale Spiegel, wir wollen doch Wasserspiegel. Das sagst du doch. Und du musst mich noch immer finden. Willst du wetten? Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt bekämst? Genau. Punkt für mich. So. Was haben wir denn hier? Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Dann muss doch das hier hinten irgendwie sein, ne? Fließendes Wasser hinter dieser Wand. Wenn ich sie einreiße, fließt es hier hindurch. Tja. Und jetzt, Gaunter? Wie sieht's jetzt aus? Mein kleiner Gaunter. Hinfort. Du hast verloren. Okay. So wie der sich jetzt verhalten hat, sah das nicht so aus, als wenn der für ewig weg wäre. Ganz im Ernst. Na? Jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Interessante Welt, die er dort unten hatte. Das Rätsel war schön. Ich glaube, es wäre auch nicht so einfach gewesen, wenn wir den ganzen anderen Mist ringsrum nicht schon gefunden hätten. Ich glaube, dann wäre das noch ein bisschen härter geworden. Aber... verstehe jetzt, warum Olgierd diese Forderungen hatte. Zumindest vermute ich es. Ich glaube, er hatte diese Forderungen, weil er Schuldgefühle hatte. Sein Bruder. Er wollte nochmal, dass sein Bruder eine richtig tolle Nacht auf Erden hat. Warum? Weil er ihn geopfert hat. Er hat ihn dem Tod überlassen und Gaunter. So wollte er seine Schuld begleichen, indem er jetzt ihm nochmal in seiner Geisterform einen tollen Tag oder eine tolle Nacht verbracht hat. Oder versorgt hat. Alle Leute, die unter ihm gelitten haben,
oder vielleicht für alle Leute, die unter ihm gelitten haben, wollte er wenigstens gleichsam vielen Menschen helfen mit dem Haus der Borsodis. Weil dann ja das Auktionshaus etc. an das Kinderhospiz oder irgendwie sowas ging. Also an was Gemeinschaftliches, was sehr, sehr vielen Menschen hilft. Auch das ganze Vermögen geht dann dorthin. Das hilft auch sehr, sehr vielen Menschen. Vielleicht sind auch explizit welche dabei, denen er vorher Unrecht getan hat. Und bei seiner Frau vielleicht... Weiß nicht, war er vielleicht mal da? Zu Hause? Und hat festgestellt, was da los ist und hat sich gedacht, ey, ich hab einen Hexer bei mir. Wenn er es schon nicht schafft, die Rose wiederzubringen, vielleicht schafft er es wenigstens, den Geist zu erlösen. Vielleicht waren das seine Gedankengänge, keine Ahnung, aber... Sagen wir es mal so, es tut mir gut, das zumindest zu denken. Dann hätte das alles einen positiven Sinn gehabt, was wir hier gemacht haben. Erzähl mir erstmal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Ich muss sagen, die letzte Quest, also das Rätsel, das sieht schon toll aus, ne? Das letzte Rätsel war gefühlt eigentlich ziemlich einfach. Wenn man jetzt sich mal anschaut, wie viel Zeit wir verbracht haben, nur um diesen blöden Überfall auf dieses Auktionshaus vorzubereiten und durchzuführen. Das waren ja locker 1,5-2 Stunden. Und jetzt hier, wir gehen hier hin und nach einer Dreiviertelstunde ist alles vorbei. Es ist so... Okay. Komm, wir erzählen ihm alles. Auf geht's. Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Ist schon okay. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir. Obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Dann versuch dir jetzt was Neues aufzubauen, bitte. Mit dem, was du jetzt gelernt hast. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Nee, du bringst dich jetzt um. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Ach Mann, jetzt. Was sind das für beschissene Antwortmöglichkeiten?
ach, keine Sorge, das wird schon wieder. Oder, ja, stimmt, also beneiden würde ich dich jetzt auch nicht. Hä? Das eine ist Arschloch, das andere ist auch Arschloch. Ich versuch's mal mit der Eins. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie... Der Kerl soll sich einfach wieder mal auf das besinnen, was vielleicht gut ist, womit man ein vermeintlich guter Mensch wird und einfach mal Leuten helfen, wie er das indirekt jetzt schon getan hat, aber bitte ohne die negativen Nebenwirkungen. Dann kann er doch noch was Sinnvolles aus seinem Leben machen. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Vermögen ist egal. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Exa. Nicht ganz freiwillig, ich aber bitte schön. Was für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Eben. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Geralt hat schon so viel Waffen vielen an sich Dank genommen. Nochmal, Geralt. Hat und noch nie jemanden viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück. Ob wir ihn nochmal wiedersehen? Witcher 3. Wild Hunt Expansion Pack. Hearts. Ja. Ja. Gut, aber das kennen wir ja, ne? Das müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht nochmal antun, die Credits, oder? Ja, überspringen wir es mal. Tada! So, dann lesen wir uns mal noch diese zwei Kollegen hier durch. Der Gaunter. Ich glaube nicht, dass der fertig ist. Glaube ich nicht. So, ich... Ja, doch. Ich glaube, muss ich mich gerade nicht ausblenden. Das sieht man noch unter mir. Geralt erfuhr bald, dass Professor Schüttlock die Wahrheit gesagt hatte. Der Spiegelmeister ließ sich in der Tat mit seinen eigenen Waffen schlagen. Der Hexer schloss eine Wette mit ihm ab, ein geistiges Duell, in dem es um alles ging und das er für sich entscheiden konnte. Er löste das Rätsel des Spiegelmeisters und verbannte den Dämon damit aus unserer Dimension. Wenn ich auch befürchte, dass er zurückkehren könnte. Solche Kreaturen kehren immer zurück. Mein Reden, absolut mein Reden, der kommt wieder. Wenn der nicht wiederkommen würde, würde er nicht so dagestanden haben. Super gemacht, hast mich besiegt. Nee. So, was haben wir hier? Das haben wir alles. Okay. So. Nun war der Hexer im Begriff, den Pakt zwischen Olgierd und dem Spiegelmeister zum Abschluss zu bringen. Ob das hieß, dass alles bald wieder so sein würde, wie es einst gewesen war? Geralt erlaubte sich einen gewissen Zweifel. Vor allem eins beschäftigte ihn. Was war dieses sehr Persönliche, das Gaunter Odim als Lohn von Olgierd verlangt hatte? Als Geralt klar wurde, dass der Spiegelmeister tatsächlich das höchste Gut von Olgierd von Everreck verlangt hatte, nämlich dessen Seele, beschloss er einzugreifen.
Es gelang ihm, das dämonische Wesen zu überlisten und Olgierts Seele zu retten. Vom Pakt erlöst und mit befreitem Herzen dankte Olgierd Geralt, gab ihm seinen Säbel, ein altes Familienerbstück, und ging einer besseren Zukunft entgegen. Ja, das hoffe ich jetzt wirklich. Geil. So, dann gucken wir uns mal noch kurz Iris an. Das ist Iris, eine Stahlwaffe. Waffe lädt sich beim Kampf mit Energie auf. Sobald sie rot glüht, wird die Energie bei einem starken Angriff mit einem besonders mächtigen Hieb freigesetzt. Dabei verliert der Angreifer einen Teil seiner Vitalität. What the fuck? Okay. Hat sonst nichts weiter an Bruni und macht ein bisschen mehr Damage als unsere jetzt. Und hat 3. Ja, alles klar. Werden wir auf jeden Fall nicht verkaufen, aber ich weiß nicht, ob wir die jemals benutzen werden. Glaube ich fast nicht. So, okay, gut. Dann war das die letzte Folge zu Hearts of Stone. Und als nächstes geht's auf nach Toussaint zum Blood and Wine DLC. Und natürlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.